Moin! Wir schauen uns heute republikanische Bewegungen während der Märzrevolution an. Es gibt den Hackerzug und politische Morde. Los geht's! Wir erinnern uns, die Märzrevolution hatte krasse Anfangserfolge. Stichwort Märzforderungen, Flucht Metternichs und Märzminister. Durch diese Anfangserfolge sind die Forderungen des Bürgertums auf den richtigen Weg gebracht. In einer zweiten Phase treten jetzt aber republikanische Bewegungen in den Vordergrund. Was ist da der Unterschied? Die Forderungen des Bürgertums sind gemäßigter. Das Bürgertum zielt ab auf eine konstitutionelle Monarchie oder eine parlamentarische Monarchie. Das heißt, an der Spitze soll weiterhin ein Kaiser stehen. Die republikanische Bewegung sieht das anders. Republik ist eine Staatsform, bei der der Regierende vom Volk für eine bestimmte Zeit gewählt wird. Das heißt, die Staatsgewalt geht vom Volk aus. Nix mit Kaiser. Zur republikanischen Bewegung merkt euch vor allem den Hackeraufstand. Der Hackeraufstand wird ins Leben gerufen von den badischen Revolutionsführern Friedrich Hecker, Gustav Struve und mehrerer anderer Radikaldemokraten. Die Hauptaktion des Aufstandes wird Hackerzug genannt. Man will mit einer Gruppe von Bewaffneten in Konstanz losziehen, unter der Führung von Friedrich Hecker. Und zwar Richtung Karlsruhe, um dort gemeinsam mit anderen bewaffneten Gruppen die Regierung zu stürzen. Am Anfang wird der Hackerzug größer, weil in vielen Orten, wo er vorbeikommt, sich spontan Leute anschließen. Oft sehr arme Handwerker. Der Zulauf ist aber nicht so groß, wie man es sich erhofft hatte. Die Gruppe von Hecker schafft es nicht, nach Karlsruhe zu kommen und sich dort mit anderen bewaffneten Gruppen zusammenzuschließen. Noch weit von Karlsruhe weg wird die Gruppe von Truppen des Deutschen Bundes gestoppt. Beim sogenannten Gefecht auf der Scheidegg werden etwa 800 Hecker-Anhänger von 2000 hessischen und badischen Soldaten besiegt und in die Flucht getrieben. Friedrich Hecker selbst kann fliehen und setzt sich in der nahen Schweiz ab. Die Sache scheitert also, ist aber der erste große Aufstand der Revolution in Baden und wird damit zu einem richtigen politischen Mythos. Nächste Sache: Es zeigt sich der Gegensatz zwischen der gemäßigt bürgerlichen Mehrheit und einigen radikal-republikanischen Bewegungen. Es kommt nämlich zu politischen Morden. Wir spulen ein bisschen in der Zeit vor. Es ist September 1848. Da kommt es in Frankfurt zu einem spontanen Volksaufstand, der radikal-republikanisch geprägt ist. Dabei werden zwei konservative Politiker ermordet, der Fürst von Lichnowsky und Generalmajor Hans von Auerswald. Jetzt muss die gemäßigte bürgerliche Bewegung die Hilfe von österreichischen und preußischen Truppen in Anspruch nehmen. Das zeigt, die Revolutionäre sind sich nicht alle einig. Es gibt einen Gegensatz zwischen den gemäßigten bürgerlichen und den radikalen republikanischen. Wir sind einmal durch. Merkt euch nochmal die wichtigsten Bullet Points. Gemäßigt bürgerliche Bewegung, große Anfangserfolge. Radikalere republikanische Bewegung, Hackerzug wird niedergeschlagen. Politische Morde, die gemäßigt bürgerliche Bewegung bekommt Hilfe von österreichischen und preußischen Truppen. Hi, was geht ab? Hier ist Alex von Simple Club. Wenn du bald dein Abi schreibst, dann musst du unbedingt unsere fertigen Abi-Lernpläne in der App abchecken. Dort haben wir dir für jedes einzelne Fach fertige Lernpläne erstellt und wir trainieren dich mit Aufgaben auf Abiturniveau. Am Ende sagen wir dir sogar, wie gut du vorbereitet bist, sodass du sicher ins Abi gehen kannst. Also klick jetzt hier auf den Link und hol dir die App. Bis gleich.